gut, ein bisschen Sport-TV hier. Hamburg fährt nach Berlin, aber Leipzig und Bayern auch. Auch der HSV fährt nach Berlin, allerdings nur am Samstag. Jetzt denken manche, denn ist ein bisschen lustig. Nein, die HSV-Fans haben das ja selbst gesungen. Natürlich spielt jetzt Leipzig gegen Bayern München im Finale. Ein Finale, hat man sich nicht unbedingt so wünscht, zumindest viele. Wem drückt man jetzt die Daumen? Viele sagen, ja, RB drücke ich nicht die Daumen, weil Plastikverein, Kunstprodukt. Andere sagen, na, ein anderer Sieger als Bayern ist besser. Gerade auch, wie die Bayern weitergekommen sind. Das regt viele auf. Sprechen wir es mal an. Der Elfmeter zum 3-2. War es ein Elfmeter? Für mich war es kein Elfmeter, aber dazu komme ich gleich noch. Für mich war es kein Elfmeter, weil nicht jede Berührung ist ein Elfmeter. Ich weiß nicht, wie die Bayern-Fans, Vorstand etc. reagiert hätten, wäre so ein Elfmeter gegen die gepfiffen worden. Ob die in solche Sätze auch gesagt hätten, bezweifle ich. Gerade auch die Reaktion. Stellt euch mal vor, Bremen hätte so einen Elfmeter gekriegt und Bremen hätte haargenau die gleichen Sätze gesagt wie die Bayern. Ich glaube, die wären bisschen eskaliert. Aber der Kruse hat es ja gesagt. Ich muss allerdings sagen, es gibt eine einzige Torkamera, die Hintertorkamera, die es gut aufzeichnet. Da geht es ein bisschen mit dem Arm hin, aber dann auch so ein bisschen mit beiden, irgendwie so mit der Hand auch noch. Man kann ihn eventuell geben. Das ist so eine Entscheidung. 2 von 10 oder 3 von 10 geben ihn. Und er ist so einer gewesen, den er halt gibt. Ich hätte aber gut gefunden, wenn VAR sich meldet, also Videoassistent, einfach um das nochmal zu checken zu lassen. Es ist keine eindeutige Fehlentscheidung, aber es geht ja darum, es ist eventuell eine Fehlentscheidung. Da ist immer die Frage, darf sich bei sowas der Videoassistent melden? Es war ja keine unbedingt eindeutige Fehlentscheidung. Allerdings, wie oft gab es schon irgendwie so Kann-Entscheidungen, wo es der Schiedsrichter dann trotzdem nochmal gemeldet hat, also der Videoassistent und der Schiedsrichter nochmal angeschaut hat. Deswegen, so Kann-Entscheidungen, finde ich, gerade was Elfmeter betrifft, sollten auch kontrolliert werden. Das wäre so ein Elfmeter, der hätte kontrolliert werden müssen, in meinen Augen. Hat aber nicht, so ist Bayern im Finale. Wir werden sehen, ja, wie das dann wird. Leipzig hat sich ja eigentlich ohne Probleme durchgesetzt, war auch eigentlich besser. Anfang der zweiten Halbzeit kann man sagen, hatte Hamburg eine Druckphase, aber dann macht auf einmal Leipzig ja das 2-1 und dann war es eigentlich schon so gut wie gegessen. Von daher, ich hätte mir gewünscht, Hamburg gegen Bremen im Finale. Bin ich ganz ehrlich, ich meine, so ein Derby im Finale. Mega, stellt euch mal vor, Dortmund gegen Schalke im Finale. Was gibt es Besseres? Von der Stimmung für einen neutralen Fan, alles drum und dran, die Stimmung wird bombastisch sein. Ich bin mal gespannt, wie viel Stimmung das sein wird. Ich meine, Bayern, zumindest die Schickeria, davon, von denen halte ich 4 von der Schickeria. Ansonsten, so lala, sage ich jetzt mal. Was man aber auch merkt, weil es gibt gelegenheitlich Fans, die ab und zu hingehen, die Lieder nicht so kennen, etc. Merkt man auch bei der Eintracht, bin ich ganz ehrlich, dass manche Fans von nichts eine Ahnung haben, also Fans, also die einmal in der Saison da hingucken, ist so, die sind aber eher zum Erlebnis da einfach mal miterleben, ist schön und gut. Schade für natürlich für die echten Fans, die dadurch keine Karten bekommen, ist aber so. Aber wie gesagt, die Schickeria, von denen halt wirklich viel. Und die setzen sich ja gut ein, was der Fanbedarf und die Faninteressen betrifft. Oder auch die Choreos. Beim Thema Choreos sind wir beim Hamburger SV. Und was war das denn wieder? Was war das für eine Choreo?
Also, tut mir leid, HSV-Fans, und wenn ich dafür ein Dislike so kriege, ist mir das scheißegal. Aber HSV und Choreo, das passt nicht so gut miteinander zusammen. Es sagen sogar einige HSV-Fans, was war das für eine Choreo? Man könnte meinen, es war eine Star Wars-Choreo mit Darth Vader. Na klar, man hat gesehen, der Wappen etc. Aber, was ist das? Aber der Banner war gut. Den Banner fand ich wirklich gut. Okay, ich musste eher zweimal gucken, wie es gesprochen wird. Natürlich erst links, oben, unten und dann rechts, oben, unten. Und das war ein schöner Spruch, den man aber ab und zu fürs Leben anwenden kann. Nicht nur auf Sport bezogen, sondern auch aufs Leben. Schöner Spruch. Aber der Rest und ein Banner vom, oder HSV-Logo, was sollte da stehen? Was sollte das da sein? Das war zwischen Banner und HSV-Logo stand da noch was. Was soll das sein? Es tut mir leid, also. Und der HSV, das ist ja so ein Ding, die leisten sich immer was. Viele sagen, wieso immer auf dem HSV hauen? Ja, aber HSV macht so einige Dinge. Zum Beispiel, wo die Spielankündigung gemacht hat. Und da war das Millern-Tor im Hintergrund. Also vom St. Pauli, das Stadion, vom Erzfeind. Das kann ich mir vorstellen. Oder die Choreo-Shirts, die aber dann eine Hertha-Choreo hatten. Oder die beste Choreo, Datske. Gib einfach mal Datske ein. D-A-Z-K-E. Das war irgendwie so eine schiefgegangene Choreo. Es gibt viele, viele Sachen. Und da ist einfach so schwer, dass das nicht in den Medien hochkommt. Gerade in den Social Media. Natürlich macht man sich darüber lustig. Das passiert auch ab und zu mal anderen Vereinen. Aber im HSV ist es fast jedes Jahr so. Nichtsdestotrotz kann HSV stolz auf die Leistung sein. Ich meine, Halbfinale ist ein riesengroßer Erfolg. Jetzt können sie sich vor allem, ja, auf den Aufstieg konzentrieren. Für alle Bundesligisten, die haben sich auch gefreut, denn dadurch reicht Platz 7 für die internationalen Plätze. Sollte Eintracht Frankfurt sogar noch da rausfallen, könnte eventuell Platz 8 reichen, aber nur, wenn Eintracht Frankfurt Europa League-Sieger wird, ja, und 9. Oder 8. wird, ne? Dementsprechend, also da rausfällt. Das ist schon krass, aber wir können gespannt sein. Platz 7 reicht. Viele unten freuen sich. Für uns ist es auch gut, weil wir so einen größeren Puffer haben. Jetzt steht auch Chelsea vor, aber das ist ein anderes Thema. Wir drücken wem die Daumen? Ihr schreibt mir in die Kommentare, ob RB Leipzig, Bayern oder Köln. Werdet ihr das Finale schauen oder eher nicht? Seid ihr im Stadion als neutraler Fan oder sogar als Fan einer von den beiden Parteien? Haut es mir in die Kommentare und ich sage Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao.